Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fußballmanager 2020. Ja, leider muss ich euch sagen, habt ihr eine Folge verpasst im Prinzip. Und zwar habe ich nämlich einen Crash gehabt und ja, das liegt eben daran, dass mein Schnittprogramm irgendwie gestreikt hat. Ich habe definitiv auf Aufnehmen gedrückt. Aber irgendwie hat es das Ganze nicht aufgenommen. Ich habe irgendwie ein schwarzes Bild gehabt. Also ich könnte euch jetzt hier im Prinzip eine Folge präsentieren, wo ihr mich zwar hört, aber nicht seht. Was ist passiert in der letzten Folge? Wir haben gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Hier in der Bundesliga. Ich zeige euch das Ganze. Wo sind wir hier bei Wettbewerbe? Da. Bundesliga. Wir haben gegen Düsseldorf gewonnen. 5:0. Wenn irgendwo der Spielplan wäre, da. So, gehen wir mal hier zurück. Da. Haaland hat getroffen. Balerdi, erstes Spiel für uns gemacht. Direkt ein Tor erzielt. Mario Götze hat ein Tor gemacht. Brandt hat ein Tor gemacht. Und wie gesagt, Haaland 2 Tore. Ansonsten, was noch passiert? Wir haben Marco van Basten verpflichtet. Eine absolute Fußballlegende. Der ist unser neuer Co-Trainer. Das war das, was in der letzten Folge passiert ist. Und ja, jetzt geht's heute gegen Inter Mailand, wo wir auf jeden Fall was an der Aufstellung ändern werden. Und zwar Marco Reus haben wir geschont. Im letzten Spiel, das hat echt gut funktioniert. Also das war die Aufstellung vom letzten Mal. Valerdi müssen wir noch anmelden. Bin nicht registriert. Das wäre natürlich jetzt richtig ätzend. Ah, nicht für... Oh Gott. Wir können Valerdi also nicht einsetzen. Das heißt, wir müssen wirklich... Zum Glück haben wir Zagadou nochmal spielen lassen. Damit er wieder ein bisschen Spielpraxis. Aber Balerdi war halt echt Bombe. Ja, das ist dann so das, was wir hier im nächsten Spiel auf die Reise schicken werden. Wobei ich mal Reus doch in der Mitte haben will und Brandt auf dem Flügel. Ah. Doch, machen wir so. Also das ist das Team, was wir hier reinschicken. Witzel hat sich 3 Monate verletzt. Das darf man auch nicht vergessen. Piszczek durfte auch mal wieder spielen. Aber heute ist dann mal Herr Hakimi dran. Wenn wir ihn finden. Hier. So, ja, das wird also die Aufstellung fürs Spiel gegen Inter Mailand. Wie gesagt, das ist natürlich richtig bitter. Witzel und Hummels fallen längere Zeit aus. Müssen wir hoffen, dass es gut wird. Wir müssen heute auf jeden Fall gewinnen. Unentschieden reicht nicht. Aufgrund des richtig beschissenen Torverhältnisses, was wir haben, müssen wir heute gegen Inter Mailand gewinnen. So, also zum nächsten Spiel. Hoffen wir, dass es was wird. Ja, Zagadou hat keine Spielpraxis, aber es geht leider nicht anders. So, dann gehen wir mal in die Kabine. Mannschaftsansprache. So, also einmal das. Ich möchte, dass hier eine saubere Leistung und der Dings erwartet. So, und aggressiv. Ich möchte, dass du uns einige Tore lieferst. Dann gehen wir aufs Spielfeld. So, De Fritsch hat zuletzt bei Inter Mailand geglänzt. Wie können sie ihn aus dem Tritt bringen? Ja, einmal, die Jungs haben gut trainiert. Brandt hat in letzter Zeit öfter die Fäden mitgezogen gezogen. Wie wichtig wird er heute sein? Wir hoffen, dass er diese Form beibehalten wird. Dann geht's schon los und dann hoffen wir, wie gesagt, wieso spielen wir defensiv? Guerrero. Da ist Brandt, der ist geblockt. Dann pass rüber. Da ist Guerrero. Und da ist es 1-0. Jawohl. Wichtig, wichtig, wichtig. Nach einer Minute 43 direkt mal ein Statement gesetzt. Und das wichtige 1-0 erzielt. So, wir kriegen die nächste Gelegenheit. Da ist Reus. Hakimi. Haaland, Sancho. Jawohl, 2-0. Nach 5 Minuten 44. Puh. Das sieht gut aus. Direkt wieder loben. So, also immer noch 2-0. Aber den reicht es aus. Oh, Haaland, schade. Den reichen eben 2 Tore im Prinzip, um hier in die nächste Runde einzuziehen.
So, es ist Halbzeit. So, Marco van Basten, wir sollten die Mannschaft herausfordern, da rauszugehen und sich zu beweisen. Okay, ich bin sehr zufrieden. Verteidigung. Ich bin beeindruckt. Mich auch beeindruckt. So, dann machen wir mal weiter. Never change a winning system erstmal. So, wir kriegen Freistoß. Guerrero, passiert was? Handanovic hält. Ecke. Oh je, Inter Mailand spielt raus, denn aber Brandt ist da. So. Dann gehen wir auf einen Wechsel, würde ich sagen. Hazard für Sancho, dann tauschen wir mal Brandt mit Reus. Reus mit dem Freistoß. Oh, schade, Handanovic hält. Aber es sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus, wenn wir uns auch den Ballbesitz angucken. Barcelona für 3-1 gegen Moskau. Das ist uns aber egal. So, da ist wieder Brandt, der jetzt von der Mitte her scheint er doch etwas besser zu wirken. Ja, komm, jetzt spielen wir sehr defensiv. Nur noch Mauern. Konzentration, Leute. Ah, das sieht gut aus. Champions League nächste. Oder beziehungsweise die K.O.-Runde erreicht. Sehr, sehr gut. Wir haben es geschafft. Professionelle Arbeit. Warum scheint er denn abzuschalten? Ist doof? Na gut. Wie sie wollen. Posteingang. So, abschließende PK. Ich glaube, wir haben gar keinen Briefing gemacht. Vor dem Spiel. Ach, egal. Im heutigen Spiel haben Sie es nächste Runde geschafft. Wie sehen Sie Chancen auf den Gewinn des Titels? Denken von Spiel zu Spiel. Sie sind sehr zufrieden mit den beeindruckenden Resultaten einer Leistung wie dieser. Sehr glücklich. Wir haben alles umgesetzt, was wir vorgenommen haben und haben uns als das bei weitem bessere Team erwiesen. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Da bin ich ja mal gespannt, gegen wen wir ran müssen. So, Spieler schonen. Das haben wir dann auf jeden Fall mal erreicht. Glaube, wir schaffen nur 3 Spiele in einer Folge. So, Ratschläge zur Aufstellung. Nutze vorgeschlagene Auswahl. Machen wir. Pressekonferenz. Ja. Wie wichtig sind in dieser Saison die Leistungen von Fernandes? Ja, mir egal. Julian Brandt scheint wegen dem vollen Terminplans ihres Teams Fitnessproblem zu haben. Planen Sie, im kommenden Spiel gegen Mainz pausieren zu lassen? Ja, wir werden rotieren. Sie haben einen großartigen Lauf. Derzeit scheint alles wie im Stühlchen zu laufen. Vermutlich ist folglich die Atmosphäre im Kader spitz, oder? Das ist die richtige Einheit hier. Das ist wahrscheinlich das beste Team, was ich je hatte. Schleimbeutel. So, also, wie gesagt, der ist draußen. Dann darf Hazard noch für Sancho spielen. Klostermann darf auch mal wieder ran. Okay, warte mal, Spieler runternehmen. Dann wird doch Götze in den Sturm gehen. Als falsche 9.
Probieren wir es so. Das könnte funktionieren. So, okay. So, der darf das Taktikbriefing machen, der Herr van Basten. Dafür wurde er geholt. So, Sancho hat gut trainiert. Dann auch ein Balerdi. Näheres von der Auswahlliste entfernt. Okay. Okay. Trainer Michael Lautrup ist jetzt bei Mainz, okay. Da passiert. Können vielleicht noch was ändern? Ist einer erschöpft oder so? Brand. Guerrero, dann lassen wir Schulz doch spielen. Dafür ist er ja da. Jo, läuft. Ja, wir lassen Zagadou. Wann sollen wir denn sonst spielen lassen, wenn er nicht hier? Immer diese Hektik hier. So, ja, dann schauen wir mal, was Götze so vom Tor. Moment. Mainz hat zuletzt einen guten Lauf. Fünfter Platz in der Formtabelle. Wie groß ist die Gefahr, dass sie das aus? Sie sind gefährlich, aber wir auch. Freuen sich als gefährliches Team der Bundesliga bereits auf ein weiteres Offensivspektakel. Natürlich ist es das Ziel. Sie sind nach einem letzten guten Lauf Zweiter in der Formtabelle der Bundesliga. Hilft das auch in diesem Spiel? Ja. Weißon hat in den letzten Wochen beeindruckende Spiele im Mittelfeld gezeigt. Haben sie einen Plan, um ihn zu stoppen? Ja. Boah. Von mir aus. Die werden immer Dinge gefragt, die mir eigentlich komplett egal sind. Sind wir eigentlich? Oh. Sancho, möglicherweise eine Leistenwertung. Rosinski. Der war stark. Konzentrazione. Hat der Bürki. Ging drüber. Warum ist hier Mainz nur am Drücker? Boah, Alter. Können wir jetzt bitte auch mal hier aufwachen? Wir werden nur hinten reingedrückt. Das war scheiße.
So. Passiert jetzt mal was Gutes. Oh, der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Hazard. Nein. Wenn ändern hier, wen haben wir denn noch so am Start? Guerrero, Dahoud. So, Sancho müssen wir rausnehmen, das ist natürlich jetzt richtig mies. Und Reus auf der rechten Seite spielen. Oh Gott. Ja, geht ja nicht anders. Oh, Hazard, Hazard, sehr gut, sehr gut. Auf Brand. Schade. Los jetzt, aufmuntern. Schulz! Oh mein Gott! Ausgerechnet er, der ganz viel Spielzeit bekommt. 1:0 durch Nico Schulz. Puh! Oh nein, Mainz hat einen Freistoß. Lasst es, bitte kein Tor, bitte kein Tor. Bürki, Bürki, Brosinski. Oh Gott. Och Mann. Hat der Brosinski wirklich so gute Freistöße? Oh, es passiert ein Highlight. Am Gegenkonter. Hakimi. Oh, Ball weg. Los, der Mann. Brand? Nein! Oh! Ach, war eh abseits. Scheiße. Klatschen wir Düsseldorf weg und spielen 1-1 gegen Mainz, ey. Kannst du keinem erzählen. Ach, Mann. Ja, super. Wie haben sich die beiden Teams ihrer Meinung nach taktisch gegeneinander geschlagen? Noch viel mehr drauf, der Haaland. Sie haben einen der besten Offensivreihen der Liga, wo er um 14. Sie haben das Glück, die fantastischen Spieler zu haben. Warum haben Sie diese speziellen Taktiken im Ansatz gewählt? Ich habe mich immer mit einem bestimmten Stil an der Spielweise identifiziert, von der ich glaube, dass Fußball so gespielt werden sollte. Köln übertrifft alle Erwartungen und ist bisher die Offenbarung der Bundesliga gewesen. Was denken Sie darüber? Eine Welt für, wer wird Ihrer Meinung nach gewinnen? Ich sag Messi. Ja, das war jetzt nicht so cool. Aber irgendwie haben wir 37. Ach, Frankfurt hat noch ein Spiel. Okay. Aber dann haben wir trotzdem 4 Punkte Vorsprung. Und Spiel gegen. Oh Gott, wir spielen noch gegen Leipzig. Und gegen Hoffenheim.
Oh, Crystal Palace will Dahoud verpflichten. Das finde ich super. Ja, der Hut bringt uns halt nichts. Ich würde ihn gerne einsetzen, aber ich habe keine Position für ihn. Wo ist denn der überall hier im Gespräch? Auslosung ansehen. Oh Gott, Liverpool. Oh je. So, Julian Nagelsmann hat angedeutet, dass sich auf das Spiel gegen seinen ehemaligen Spieler Lukas Klostermann freut. Was denken Sie darüber? Ja, es ist halt so, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass Dortmund gegen Mainz nicht gut ausgesehen hat. Erwarten Sie also einen reaktionären Spieler, das ganze Team will sich mit einem Sieg rehabilitieren. Wie viel sind in dieser Saison die Leistungen von Timo Werner? Vielleicht erst Spieler der Extraklasse. Sie haben Signal selbst eine Festung verwandelt. Wie wichtig ist eine gute Heimbilanz? Und wesentlicher Bedeutung. Diese Woche gab es viele Spekulationen über die Zukunft von Augsburgs Trainer Martin Schmidt. Es gab Kritik von Experten, einige Fans verlieren anscheinend die Geduld. Was denken Sie darüber? Hertha gilt als Überraschungsteam der Bundesliga, allerdings eher im negativen Sinne, da sie ihre hochgesteckten Ziele bislang nicht überfüllen konnten. Was ist Ihre Meinung dazu? Mir egal. Finde ich gut, hier, dass Hertha so schlecht ist, da was. Bin absoluter Befürworter davon, dass die ganzen Trainer rausfliegen. Ja, dann schauen wir mal. Hummels 12 Tage bis 3 Wochen. 7 Wochen bis 3 Monate bei Witzel. So, was haben wir hier? Puls in der 11. der Woche. Fitnesstest, Brand. Sagadu, ja, der muss halt irgendwie hinbekommen. Aber ich bin positiv gestimmt. So. So, es gibt mir das nächste. Marc Reus steht vor seinem 175. Spiel für den Verein. Was bedeutet das für die Leute hier? Aushängeschild vom Verein. Konrad Leimer ist in der Bundesliga einer der besten Dribbler. Haben Sie einen Platz, um ihn fest, einen Plan, um ihn aufzuhalten? Volles Vertrauen meiner Mannschaft. Baleen ist seit Bomben sicher in der Abwehr. Wie wichtig wird er heute hier sein? Und dass er die Form aufrechterhalten kann, ist Akanji fit genug für das ganze Spiel. Ja, vor allem gegen Leipzig würden wir gerne wissen, ob sie zufrieden mit Rafael Guerreiro erst auswählen. Er spielt doch aktuell und ich wäre dumm, jetzt etwas zu ändern. Oh Gott, wie das hier am Schütten ist.
So, Reus geht. Guerrero. Schade. Ja, das war leider nichts, Herr Sancho. Eingeleitet von Bürki. Boah, schade, Holland. War Leer die schon wieder gelb? Alles klar. Boah, Alter, was für ein Tor von Guerrero. 1-0. Lob. Reus, Mann. Na gut, du bist halt kein Kopfballspieler. So, Halbzeit. Eine Doppelspitze. Paulsen Werner sehe ich jetzt erst. Freiburg führt gegen Bayern. Haaland 2-0. Das ist sehr, sehr gut. Boah, Guerrero, schade. Ja, da ist er drin. Akanji mit dem 3-0. Das soll dann wohl... Videoassistent. Tor aberkannt. Scheiß DFL. Werner und Akanji. Jo, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, 2-0 gegen Leipzig gewonnen. Sehr, sehr schön. Schöner Sieg, super Abwehrarbeit, super Spielaufbau und super Offensivleistung. Ja, können wir mal sehen. Wir haben die Zeit bis zur Pause fast überstanden. Ohne Hummels, ohne Witzel und es lief einfach Bombe. So, Guerreros Leistung loben. So, dann gehen wir noch zur PK. Gutes Ergebnis für Sie, wodurch der Druck vor deren Spiel auf Eintracht Frankfurt liegt. Wie wichtig ist es, vorlegen zu können? Wir wissen, dass wir nachlegen müssen. So etwas kann die Spieler belasten, vor allem wenn die Mentalität fragwürdig ist. Wie wichtig ist es für den Verein? Ja, gut. Sie haben Leipzig davon abgehalten können, auch nur einen Torschuss abzugeben. Zeigt das, wie dominant sie heute waren. Super. Stimmt, Alter, guckt euch das mal an. Jetzt erst. Technologie spielt bei ihm sieht eine Entscheidung, wie das denken Sie, wie wichtig diese Fortschritte für das Allgemeine sind. Das habe ich ja schon tausendmal beantwortet. Ja, Leute, in diesem Sinne,
sind wir wieder am Ende einer weiteren Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video auf jeden Fall mal wieder einen Daumen nach oben da. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback in den Kommentaren. Links zu meinen Social Media Accounts in der Videobeschreibung, Facebook, Twitter, Instagram. Link zu meinem Twitch-Kanal, gerne mal ein Like, ein Follow und Abo dalassen. Jeden Tag gibt es auf Twitch Livestreams. Ab 18 Uhr normal von dann bis tief in die Nacht rein. GTA-RP auf Lucky 5 als Brian Copeland. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. In diesem Sinne wünsche ich euch dann allen noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Und ciao.